Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Ja, immer noch ordentlich resterkältet, aber vielleicht sehen wir uns ja heute auf der Lesung in Berlin. Ist ja schon die dritte, deswegen haben wir noch ein paar Restkarten, wenn ihr noch kommen wollt, auf Liebeschip. Weiß nicht, 5 Karten oder so haben wir noch. Könnt ihr gerne noch kommen, Berlin-Mitte, heute Abend 20 Uhr. Ja, heute haben wir ein bisschen das Thema, wenn dein Date einfach so zu unsicher ist mit sich selber und zu needy, also vor allen Dingen als Mann, was das für Probleme macht. Wir lesen mal wieder eine Mail vor von der Zuschauerin. Du kannst mir auch solche Mails schicken, ein Formular auf liebeschip.de. Ansonsten packe ich auch nochmal den Link von meiner neuen Liebeschip-Community hier drunter, wenn du das auch mal ausprobieren willst. Wir hatten erst so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ich denke, jetzt passt das soweit. Und ihr habt euch auch zu Recht beschwert, dass das Bild teilweise geruckelt hat und Bild und Ton manchmal ein paar Millisekunden verschoben waren. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf die Suche gemacht. Sieht jetzt gerade so aus, als wenn es besser wäre. Musste scheinbar einen anderen USB-Port nehmen. Aber gib mir noch einmal Feedback, ob das jetzt besser ist, das Ganze. Genau. Ja, gut. Ansonsten denkt dran, morgen, letzter Tag noch, Frühbucherpreis, ne? Der People-Pleaser-Kurs geht morgen los, auch mit der Selbstliebe-Challenge Advanced. So, dann gehen wir mal in die E-Mail rein. So, von Kagnetzkola. Sie schreibt: Hallo Christian, ich verfolge dich seit mehreren Jahren, habe Kurs 1, 4, 6 und den Datingkurs gemacht und merke, dass eine Veränderung stattfindet. Aber sehr langsam und es von außen immer einfacher ist, draufzuschauen, als selbst in einem Nebel zu stehen. Ich habe vor einem halben Jahr abends beim Weggehen meinen jetzigen Freund kennengelernt. Der Anfang unseres Kennenlernens war total entspannt. Er war nicht aufdringlich, sondern angenehm präsent. Da ich zu dem Zeitpunkt gar nicht auf der Suche war, war ich auch entspannt. Unser erstes Date hat er initiiert und es war total schön. Er hat mich sehr überrascht, weil er gelegentlich etwas unsicher und zurückhaltend wirkt, aber er hat laut Datingkurs alles richtig gemacht. Ab da haben wir regelmäßig gedatet und nach circa einem Monat haben wir gesagt, dass wir zusammen sein wollen. In der heutigen Zeit schon eine krasse Nummer. Ja, schreib's gerne mal in die Kommentare. Ist das tatsächlich so? Also früher war das ja irgendwie nach einer Woche klar, dass man zusammen ist. Dauert das so lange oder noch länger, schreibt's gerne rein. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Er hat mich eher mit seiner anfangs ruhigen, lieben, lustigen Art überzeugt. Dazu muss man sagen, ich bin Anfang 40, ein Kind, er ist Ende 30 und nicht verheiratet, keine Kinder. Nach circa 3 Monaten, ja, hört mal wieder die 100 Tage, hatten wir unseren ersten großen Streit. Kann man auch mal haben, nicht so schlimm. Seitdem habe ich das Gefühl, dass wir uns sehr viel streiten und er sehr viel Drama braucht. Ja, also auch wenn du jetzt beim Dating alles richtig läuft und ihr kommt zusammen, ja, heißt es immer noch nicht, dass du die Person kennst, ne? Also die kennst du so nach den 200 Tagen so einigermaßen oder im Verlaufe des ersten Jahres, sag ich mal, lernst du jemanden wirklich kennen. Und am meisten kriegst du natürlich mit in den ersten 100 Tagen so, ne? Die sind jetzt rum. Und dann, geht's halt los, dass die Issues auftreten und dann muss man halt gucken, können wir das jetzt lösen, kommen wir aus der Verliebtheit so in die Liebe rein oder eben nicht, das muss man auch gucken, ne? Man kann nicht sozusagen, nur weil du jetzt vielleicht alles richtig machst, heißt nicht, dass der Partner passt, ne, also so, man kann nicht, ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Boah, ich bin immer ein bisschen vernebelt im Kopf, gern möchte ich mir meinen Anteil angucken, habe mich gefragt, wenn ich all das Drama mitmache, ob ich das dann auch brauche. Naja, sind ja mal erst 3 Monate, ne? So war ich zum Beispiel auf den Geburtstag meiner Freundin eingeladen und mein Freund holte mich nachts ab. Weil ihm das zu lange dauerte, bis ich ins Bett kam, er habe schließlich den ganzen Abend auf mich gewartet und ich habe mich in Ruhe abgeschminkt und umgezogen, sprang er auf einmal aus dem Bett, zog sich an, packte alle seine Sachen, die er bei mir hatte und sagte, er fährt jetzt nach Hause und das wird nie mit uns klappen, etc. Ja.
Oh Gott, hört sich anstrengend an. Aber ich meine, ich will jetzt gar nicht zu streng sein, also jetzt nicht toxisch oder so, sondern dass jemand halt relativ leicht sehr angetriggert, ne? Und ja, klingt jetzt eher so nach 16 als nach Ende 30, aber ja. Das ist jetzt nicht böse, aber weiß ich nicht. Das ist irgendwie unsouverän, ne? Er ging nach unten und da ich so irritiert war, dachte ich, dass es dann wohl besser ist, dass er fährt, und ging ins Bett. Ja, was soll man dazu auch sagen, ne? Kurze Zeit später kam er wieder hoch und tat so, als würde er was suchen im Schlafzimmer. Wie alt seid ihr? 16 oder was? Das gibt's doch mal. Hab ich noch was? Ist da was mit der Wand? Ich stand dann auf und fragte ihn, was denn eigentlich los sei. Am Ende gab es Tränen auf beiden Seiten, aber so richtig verstand ich sein Problem nicht. Und ich sagte, er soll sich einfach ins Bett legen, was er dann auch gemacht hat. Also super gelöst. Also ich meine, es kann natürlich mal sowas passieren. Und dann ist wirklich am besten zu sagen, ey komm, jetzt komm mal wieder runter und leg dich jetzt ins Bett. Und ich meine, ich kenne sowas auch, wenn das bei extremeren Sachen, ich meine jetzt nicht unbedingt, weil die Freundin so spät ins Bett kommt, aber dass irgendwas passiert, man das, also er ist halt angetriggert, aber die Grenze ist halt sehr früh so, ne? Und das sagt natürlich was über einen, ne? Klar, vor allem, wenn das jetzt öfter als einmal auftritt. Aber das ist einfach jemand, der sehr unsicher ist, würde ich sagen, ne? Nach dem Streit sagte er mir, er hätte gar nicht vorgehabt zu fahren und sozusagen nur angetäuscht habe und sein Plan nicht aufging, weil ich ihn nicht sofort aufhielt zu fahren. Ja, ich meine, es ist natürlich nett, dass er das alles jetzt so sagt. Ist ja auch ehrlich. Und aber wie gesagt, von einer Geschichte würde ich es auch nicht so viel machen, aber muss er nicht aufpassen, dass er nicht so zu so Spielchen neigt irgendwie, ne? Oft habe ich das Gefühl, dass er sich ungeliebt fühlt. Ja, das glaube ich sofort. Und ständig Bestätigung braucht. Anstrengend, ne? Manchmal sagt er mir unter Tränen, wie sehr er mich liebt. Wir kennen uns seit einem halben Jahr. Ich dachte jetzt 3 Monate. Okay, da kann ich jetzt, weiß jetzt gerade nicht so richtig. Außerdem sagt er schon nach 2 Monaten, er wolle mich irgendwann heiraten. Ich sei seine Traumfrau. Er hätte noch nie so etwas für eine Frau empfunden. Gut, will jetzt mir auch nicht so streng sein. Er ist halt verliebt. Ja, ich habe das eher beobachtend hingenommen, ohne dass er eine blumigen Worte wirklich aufgenommen habe, weil mir das dann too much erschien. Wir haben ein sehr unterschiedliches Nähebedürfnis. Er möchte mich am liebsten ständig um sich herum haben und ich muss mich aber noch um mein Kind kümmern und mir reicht das, wenn wir uns unter der Woche 2-mal sehen und dann das Wochenende miteinander verbringen. Naja, er darf natürlich andere, also er ist jetzt der Pluspol, er darf natürlich andere Bedürfnisse haben. Wenn ein Mann zu needy ist, das kommt einfach immer nicht gut, kann ich auf jeden Fall sagen. Und wenn du nicht mehr Zeit hast und nicht mehr möchtest, das ist total in Ordnung, ne? Und wie gesagt, vielleicht ist das schon der Kompromiss, vielleicht kann man auch auf 3-mal gehen, aber man, das sind ja schon 4 von 7 Tagen, also alles gut. Ja, Gott, was gar nicht, was er sagen soll, dass ich meine, wenn ihm das zu wenig ist, dann muss er es halt kommunizieren und dann müsst ihr gucken, ob es einen Kompromiss gibt, und wenn es keinen gibt, gibt es eben keinen, so, ne? Er meinte, er würde mich so doll vermissen, dass er deshalb oft Streit anfangen würde. Ja, das hört sich nicht gut an. Nun streiten wir uns wiederkehrend, weil er meint, er sei wohl nicht der richtige Mann für mich, weil mein Kind und mein Ex-Mann nicht gleich Juhu geschrieben haben, dass ich nach 4 Jahren Singlezeit eine neue Beziehung habe. Ja, gut, wenn man jemanden, der schon Kinder hat, muss man halt damit umgehen, ne? Dass das Kind auch erstmal überzeugt werden muss und ja. Aber wie gesagt, klingt irgendwie sehr anstrengend so, und ich meine, also die Frage ist, du hast das ja am Anfang auch anders gelöst, warum streitet ihr? Ich würde gar nicht mit ihm streiten, ne? Ich würde sagen so, was ist jetzt hier los? Also so, ich meine, du kannst ihn auch ein bisschen härter ansprechen, was du ja auch am Anfang gemacht hast, so, leg dich jetzt ins Bett, kannst du sagen, ey, komm mal runter wieder, was soll das, ne? Also ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu streiten, aber sorry, so geht es nicht, ne? Also du kannst nicht Streit anfangen, das ist einfach ein bisschen unreif, sag ich mal, Streit anfangen, weil du mich vermisst oder wie sowas, dann Sache ist, und dann
geht er wie ein erwachsener Mann mit um. Aber könnt ihr euch das bei James Bond vorstellen, dass er ausrastet, weil er, jetzt hätte ich fast gesagt, Mami, also weil er seine Freundin nicht genug sieht. Nee, das ist einfach, ich meine, gut, ich will das jetzt nicht so abtun, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, Männer auch. Aber kann es ja nicht seine Mami sein, ne, weißt du? Das ist halt Leute, die so sehr needy sind, also sie dürfen das sein und wenn sie da stehen, ist alles gut, aber es zehrt einen sehr aus, so, ne, das ist das Problem, ne? Muss man immer wieder bestätigen und ja, ich mag dich noch und es ist auch total unmännlich irgendwie. Für mich ist es normal, dass es mal gut, mal schlechter läuft und ein Prozess, er nimmt hingegen alles persönlich, zieht sich dann zurück, geht aus dem Kontakt und droht damit, die Reißleine zu ziehen. Das sind alles, das soll jetzt keine Wertung sein, aber irgendwie so unreife Verhaltensweisen, ne, nicht erfahren, ne? Gut, mit dem Kind wird man natürlich auch viel erfahrener, so notdürftig und ja, ist halt ein bisschen unsouverän, ne? Ich mache das fertig, wenn er sowas sagt und ich leide, wenn er sich zurückzieht. Ich kann das dann kaum aushalten, versuche ihn wieder einzufangen, was ihm anscheinend gefällt, so sagt er zumindest. Ja, aber das wirst du nicht ewig mitmachen, so, ne? Also ich würde ihm wirklich sagen, ey, lass das, ne? Sag klar, was du willst, hör auf mit diesen Spielchen. Hör auf mit dem Drama. Überleg dir, ob du das akzeptieren kannst oder nicht. Ich würde ihn da echt nicht streiten, aber eine klare Grenze setzen und kann sagen, es geht so nicht, es geht wirklich zu weit, so, ne? Hör auf damit, ne? Lass es, ne? Und ihm dann deutlich machen, also entweder du kommst jetzt hier mal auf so ein Level, was man vielleicht mit Ende 30, 40 Jahren so erwarten darf vom Mann, oder das wird nicht funktionieren. Das würde ich ihm so klipp und klar sagen, wirklich, ne? Er ist oft in einer Opferhaltung, ach super unmännlich, hat ständig Zweifel bezüglich der Zukunft und malt alles schwarz. Wenig schnell alles eine Katastrophe, er ist wenig belastbar und sieht dann kein Licht mehr. Gut, jetzt fragen wir uns alle, was sind denn die positiven Eigenschaften, aber wird es schon geben, weil das sind schon viele Sachen hier, ne? Ich kann gerade nicht einschätzen, was mein Anteil ist, was ich falsch mache. Ja, ich meine, er ist ja, du beschreibst ja nur, wie er ist. Also, ich meine, du hast ihn nicht gemacht und wüsst jetzt nicht, was da dein Anteil sein sollte. Ob ich mir auf ihn eingehen muss? Nee, also ich würde ihm echt, würde echt sagen, pass mal auf, also das, weiß ich nicht, wir sind hier nicht High School Musical 4 oder so. Sorry, also jetzt krieg dich mal wieder ein und benimm dich mal wirklich wie ein geerdeter Mann so. Und wenn das nicht geht, dann weiß ich nicht, geh meditieren oder keine Ahnung, komm mal wieder runter irgendwie, ne? Oder ob ich die Dinge, die er sagt, falsch verstehe und deshalb immer so eskaliert. Nee, also es wird schon so sein, er braucht ständig die Bestätigung und ich habe eine Ahnung, er mag so ein bisschen Spielchen, war ja von Anfang an so hier in der E-Mail. Beides nervig, das, wie gesagt, das macht, glaube ich, weiß ich nicht, in der 13. Klasse vom Abitur macht das alles noch Spaß, aber wenn du einen Job hast, ein Kind großziehen musst, hast du kein Zeit mehr für so einen Kram, ne? Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, keine Ahnung. Meine Freundin sagen, ich wäre schon sehr verständnisvoll mit ihm. Ja, das würde ich auch eher ein bisschen einschränken, glaube ich. Ich dachte, dass er diese Dramen fabriziert, weil er sich unsicher ist und mit der Zeit, wenn er sich sicher mit uns geworden ist, dass es dann ruhiger wird. Aber gerade habe ich das Gefühl, dass er schlimmer wird und wir haben alle 2 Wochen große Streits. Ja, das wird so eh nicht lange funktionieren. Deswegen kannst du ihm, würde ich mal ganz ruhig mit ihm hinsetzen und dann aber auch wirklich bestimmt eine Grenze setzen und sagen, ganz genau sagen, was aufhören muss jetzt, ne? Und das auch wirklich ganz genau benennen, ne? Also Männer müssen es ja immer ganz genau haben. Verhaltensweisen, die du einfach nicht mehr sehen möchtest und warum. Also ihm das ganz direkt sagen, so, ne? Vielleicht kann er da noch ein bisschen wachsen, so, ne? Ist so etwas normal und will sich das noch beruhigen? Ja, normal. Gott, was? Also gut, die Welt ist einfach völlig, völlig verrückt. Also insofern ist auch dafür noch Platz, wie das hier ist. Ich kommentiere das ja auch immer so ein bisschen plastisch, sage ich mal. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so angemessen für einen Mann der Ende 30. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unnormal ist. Es gibt bestimmt viel so, ne? Aber würde man nicht unbedingt in dem Alter erwarten, sag ich mal, ne? Oder wird sich das noch beruhigen? Naja, scheinbar nicht, ne? Oder sollte ich lieber die sein, die die Reißleine zieht? Ja, wenn sich das nicht ändert,
denke ich schon, aber ich würde ihm da schon nochmal, hör mal auf mit dem Verständnisvoll und mach mal lieber eine klare Grenze, ne? Ich habe das Gefühl, er hat viele ungelöste Themen, auf die er nicht schaut. Ja, aber du bist nicht seine Therapeutin, ne? Sage ich immer wieder. Ich habe schon sehr viel Therapie gemacht. Passt denn sowas überhaupt? Ja, da gibt es schon einen großen Spalt, sage ich mal, ne? Aber dafür datet man, das wäre jetzt nicht schlimm. Aber wie gesagt, das ist so nach 3 bis 6 Monaten ist auch ein guter Zeitpunkt noch zu gehen, so, ne? Also ab 3 Monaten fängt diese Bindung an, so sich in uns reinzufressen und dann ist es wieder so schwierig. Und also, wenn du jetzt sagen würdest, boah, irgendwie, ich glaube, der ist einfach nicht so, ist ja jetzt keine Wertung, ist einfach nicht so auf meinem Level. Ich mag ihn und alles, völlig legitim dann zu sagen, ich glaube, das passt nicht so, ne? Aber vielleicht kann man ihm nochmal das Gespräch geben, ne? Es war endlich mal ein Mann, auf den ich mich nach meiner Trennung vor 4 Jahren von meinem Ex-Mann einlassen wollte. Ja, aber das ist nicht der letzte Mann auf der Welt, ne? Und wenn wir uns nicht streiten, ist es einfach sehr schön mit ihm. Klammer auf, ich weiß, Kim Jong-il hat auch gute Tage, Klammer zu. Danke für deine klaren Worte. Naja, es ist ja nicht Kim Jong-il hier. Also er ist ja, ich bin überzeugt, dass er ein ganz netter Typ ist, aber der hat halt Seiten, die echt nicht ohne sind, ne? Und sehr anstrengend sind und die, wie du schon sagtest, gerade mehr werden. Und das, also ich sag mal so, nach 3 bis 6 Monaten, wenn es nicht so richtig passt in der Beziehung, zeigen sich ja so die ersten Abstoßungsreaktionen, um es mal, also wenn das, wenn die Spenderniere nicht angenommen wird, dann gibt es Abstoßungsreaktionen und das ist das hier so ein bisschen, das ist so Zeichen, dass es eventuell nicht passen könnte, ne, und deswegen muss man nicht gleich wegrennen, aber ich denke, es ist, ja, an der Zeit, da mal ein klares Gespräch zu führen. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns da, macht die fucking Kurse und kommt auch gerne zur Liebeship Party nach Kölle. Oder vielleicht sehen wir uns in Wien auf der Lesung. Und bis dann, ihr Lieben. Ciao.